Jo, was geht ab, Leute? Ich bin's, Crowy. Wir gehen jetzt rein in das allerjüngste Video. 40.000 Euro auf Ibiza. Es wurde oft angeteasert, dass das Video wohl absolut geisteskrank sein soll. Einer der teuersten Vlogs im deutschen Bereich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Danke für die Resonanz aufs erste Video. Hat mich wirklich gefreut, auch wenn es jetzt gerade nur Reactions sind. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielleicht ein Abo und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und wir gehen rein. Und Abfahrt. Und damit herzlich willkommen zum FLOG, der Renos. Oder der Allergar. Jetzt geht's los und zwar werden wir nach Ibiza fliegen. Wir haben uns überlegt, hey, wir brauchen was Neues. Ihr kennt die Truppe aus Mykonos, Alkohol, Saufen, irgendwelche sinnlosen Sachen machen. Wir brauchen... Ich rate mal, heute wird's keinen Alkohol geben in dem Video. Langsam mal was Neues, eine Richtung, mit der ihr nicht gerechnet habt. Das hat ja jetzt niemand kommen gesehen, dass es da um Alkohol gehen wird. Habt ihr es kommen gesehen? Ich nicht. Zitat wir, lass nicht so viel Schmuck mitnehmen, damit wir nicht ausgeraubt werden. Nico. Amar, Cartier Iced Out Uhr, Cartier Bracelet. Amar, mach dir bitte keinen Stress, wenn wir ausgeraubt werden dort. Ach so. Für mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Liebe zahlt. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hoch geflogen. Doch der Himmel war besetzt. Okay, reicht wieder. Das musste kurz raus, Chat. Ich habe heute viel Energie, es tut mir leid. Dich, ich hab die Bezahl. Die Sonne strahlt für mich das Ganze. Bro, was sehe ich hier schon wieder, Chat? Warum tanzt er auf diesem Band? Ja, wer braucht dich? Ich hab die Bezahl. Komm, wir gehen jetzt ins Haus. Was macht der Ronison plötzlich hier? Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Ihr seid hier so halt in einer ruhigen Gegend, da ist ein Haus direkt, da ist ein Haus direkt, da ist. Also wir haben drei Nachbarn direkt, ja. Die wollen jetzt schon so strenger durchgreifen. Moin, Dena. Die ein Haus mieten und Partys machen, weil es öfters vorkommt. Ja, das Video wird krass. Ich predikte jetzt schon, Chat, das Video wird krass. Muss krass werden. Laut bist, rufen die Polizei, aber das ist nicht die Polizei, sondern so mäßig wie so Bundespolizei. Oh. Die kommen einmal und sagen, ist zu laut, gehen wieder. Wenn die das zweite Mal kommen, ist hauen sie dich komplett kaputt. Ja, jetzt war auch Spaß. Wenn wir das Haus erreicht haben, müssen wir uns als Lautstärke, wie wir reden, aufs Minimum senken. Mhm. Haus auch. Ist Flüsterpost. Ja, ich würde sagen, wir beschweren uns jetzt erstmal. Egal wie es aussieht, wir beschweren uns. Ja, scheiße. Wir haben kein Wasser mehr im Haus. Ey, mach dir keinen Stress. Wir haben 17.000 Euro dafür gezahlt, dass die Klima nicht geht. Für einen toten Vogel. 17.000 hat es gekostet. Also ich sag jetzt schon, Chat. Das Haus sieht nicht schlecht aus. Also es sieht ungefähr so aus wie mein Haus hier in Österreich, wo ich wohne. So. Das finanziert sich durch die ganzen Subs von euch. Ich küsse euer Herz, ne? Und ja. So, nochmal für dich. Ja. 34.000 Euro verdienen hat das gekostet. Ja, warum? Warte mal. Nochmal zurück. So, nochmal für dich. Ja. 34.000 Euro verdienen hat das gekostet. Ja, warum? 34.000 Euro verdienen? Was? Was für ein Dean? Muss man erstmal 34.000 verdienen, um 17. Verdienen? Ach so, Digga. 10.000 Euro auszugeben. Genau, Ron. Und deswegen bist du nächstes Jahr raus aus der Gruppe und ich das. Er kennt noch gar nicht den hier von mir, oder? Erklär mal kurz. Ey, Ron, erklär mal kurz den Witz. Ich Champagner und mach Champagner-Dusche, weil dann sind wir nicht mehr ungeduscht, sondern Sascha? Champagner. Ja, sag mir eine Sache, die euch allen... Hatte Marc nicht diese krasse Abnehmen-Dingens? Also er sieht gut aus, ne? Kein Front, aber hat er nicht so ultra abgenommen gehabt und so wieder richtig breit und so? Hm. Keiner hat einen Drink in der Hand. Ich geb dir ein Bier. Bleib genauso liegen. Ich geb dir ein Bier. Ist das asozial, Digga. Schon wach. Aber ich muss sagen, Ron sieht ganz stabil aus, ne? Jetzt mal ehrlich. Also da ist schon, da sieht man schon die Muskeln durch. Auf die allerjüngsten. Unsere Klimaanlage im Zimmer ist auch kaputt. Dieser Abstand hier nervt mich auch. Guck mal hier. Das ist echt nervig. Man kann nicht mal laufen. Hier wird der Geisteskrank.
Ey, Bro, hier kann man ja richtig ziehen. Digga, da kann man ja geisteskrank ziehen, holy shit. Alter, hier kann man ja überall und? Ziehen, Digga. Bro, hier kann aber geisteskrank gezogen werden, Sascha. Was wollen die ziehen? Ich check's nicht. Oh, schön, Strand, toll. Koka? Nee, ich glaube, die meinen ficken, oder? Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Hey. Ah, okay. Ich muss leider noch einen nehmen. Der muss doch den dritten trinken, ohne Witz. Der muss den dritten, sonst ist wack. Ist der dumm, Alter. Wir müssen ist der aufstehen. Dumm. Applaudiert wird für... Ey, nice, aber nice. Stark. Lieber mit. Wir wollten wirklich einfach nur was essen gehen. Wir wollten nur was essen gehen. Und jetzt schon wieder so ein Scheiß. Wer sind denn aber die Girls? Das frage ich mich. Oder sind das jetzt einfach irgendwelche Leute, die da zufällig waren? Ey, das ist wirklich der erste Tag auch erst. Ne? Es ist Abend Nummer 1 und ich habe jetzt schon wieder Promille drin, das glaube ich nicht. Boah, Digga. Wie schmecken dir denn Tomaten, Paprika Hammer. Und Champignons? Ey, wirklich geil. Weißt du, wie teuer die Portion ist? Wer ist die Dame, Chat? Also jetzt no... Also, wer ist die Dame? 90 Euro. Das ist ein Geschwätz. Mein Ernst. Warum läuft die Happy Birthday? Wieso ist Ron weg? Hier stimmt was nicht. Oh nein. Hier was nicht. Oh, Mann, nein. Digga, nein. Oh nein. Oh nein. Ich würde sterben, Digga. Ist das unangenehm? Ach du Scheiße, Digga. Ich will noch mal einmal ganz kurz für die Runde. Irgendjemand bestellt ganz, ganz viel, dann holt ihr eine Gummipuppe raus und steckt ihn der noch so zwischendrin rein. Aber wer waren jetzt die Damen, Chat? Warum waren da jetzt Damen dabei, die zensiert waren? Sind das die Freundinnen von denen und das soll man nicht wissen, wer das ist oder... Warum brennt da der Boden? Monster, dein Aquarium brennt. Einfach mal 2000 Euro raushauen für ein Essen. Warum auch nicht? Das ist der erste Abend. Wir sind noch nicht mal 5 Stunden hier auf der Insel. Ne? Das ist der erste Abend und auf Chili. Paranoia, dass man hier im Haus ausgeraubt wird, die ist wirklich extrem. Dann gehen wir zu so einem Einheimischen von hier, der ein Restaurant hier hat mit seiner Familie und so und wollen uns davon überzeugen, dass es nicht so schlimm ist. Hey Bro, das mit den Einbrüchen hier ist nicht so schlimm oder so. Doch, wir wurden schon mit Schlafgas überfallen und so. Aber er hat es voll locker gesehen, Digga. Und jetzt hat er uns gesagt, dass teilweise die Leute hier hinter dem Shuttle mit dem Roller hinterherfahren und gucken, ob im Prinzip das Haus dann leer steht. Ich guck mal kurz, ob wir verfolgt werden. Ah, das gehört wohl zur Masche dazu, Alter. Das ist das Haus? Nee, das ist nicht das Haus. Das war doch nicht das Haus gerade. Okay, Freunde. Alle schlafen hier im Haus, Digga. Ich bin die ganze Zeit wach, ich bin hier am Arbeiten für uns. Digga, und kein interessiert ist hier. Wir müssen jetzt arbeiten, es ist 19 Uhr. Digga, in 2 Stunden kommen die Frauen. Was eine Mund-zu-Mund-Beatmung. So, alle wach. Alle aufstehen. Ich möchte euch kurz die Preise vorstellen. Also wir haben die Area Location Theater, sind 6.000 Euro Minimum Spend. Dann haben wir Area Location Theater im zweiten Balkon, sind 15.000 Euro Minimum Spend. Dann haben wir nochmal im Theater den Main Table auf dem ersten Balkon, sind 30.000. Dann haben wir nochmal ein Table für 45.000. Warte mal. Damit ich das richtig verstehe. Die haben für 45.000 eins so ein Table im Theater? Hä? Also, okay. Gut.
angeboten bekommen. Also ich denk mal, wir sollten den für 45.000 nehmen, den Tisch, oder? Gibt es wirklich einen Tisch für 45.000? Ja, aber Minimum Spend. Also das ist dann, was man ausgeben muss für Alkohol. Achso, okay, aber man kann auch mehr. Genau. Man kann auch mehr. Wer ist die Dame? War die nicht vorhin zensiert? Ich check gar nichts mehr. Wer ist er jetzt? Ach der, keine Ahnung, wirklich. Würdest du sagen, du kannst besser auflegen als die? Ja, das sowieso. Aber, also, was willst du denn bei House oder Tech House oder so falsch machen? Wollt ihr so einen Stripper gebucht bekommen oder was? Du solltest das nicht hinterfragen, du solltest es akzeptieren. Ja, okay. Das sind die allerjüngsten Hausparty. Oh, wir fahren jetzt tatsächlich ins Pascha. Ich war noch nie da. Also, damit ich das richtig verstehe, die haben Damen dabei, so. Einfach so. Okay. So. Ja, wir müssen jetzt gucken, wir haben jetzt vielleicht zwei, drei Leute zu viel. It was a long ride. Ich bin aber schon sehr müde. Ich denke, ich werde gleich ganz kurz noch einen Drink nehmen und dann nach Hause fahren. Sieht halt richtig geil aus, ne? Seid ihr gut drauf? Eine so tolle Bindung, ihr dumm Weg mal aufzufilmen. Ey, sind die Motorradfahrer, die uns gerade folgen, normal? Kannst du das nicht glauben? Digga, unser Manager ist dicht. Also der Vlog ist eine einzige Psychose, sage ich ehrlich. Das ist wirklich, die ersten Folgen dachte ich schon, dass die so werden, aber der Part jetzt ist eine absolute Psychose. Ich hab neue Brille, wie findest du die? Letztes Mal, wo ich so voll war, war gestern. Ich geh nicht mehr feiern mit euch. Mit dir nicht. Ich habe auch das Gefühl, Chat, dass Sascha der einzig Normale von denen ist. Also Sascha kann bestimmt auch anders, aber der kommt immer so, ich weiß, wie soll ich sagen? Der ist so, der denkt halt ein bisschen nach, meine ich. Dir nicht, ich bin raus. Der Vernünftige, genau das meine ich. Sascha ist der einzig Vernünftige von denen, der Einzige. Macht euer Scheiß alleine. Und, wie warst du, Sebastian? Hä? Wie warst du noch? Was? Ja. Nico, komm mit, komm. Wir müssen noch mit dem Boot was klären. Leon, unser Manager Leon. Ach. Er ist nach Hause geflogen! Er ist weg. Während dieser Party hat er sich entschieden, ich buche einen Flieger, der ist weg. Unser Manager ist nach Hause geflogen. Scheiße sind wir, ja. Okay, das ist wirklich krass. Also, ich glaube, wir haben falsch kalkuliert. Ich glaube, wir haben komplett falsch kalkuliert. Ich glaube, die Kalkulage ging nach hinten los. Ich habe noch keinen Naked Handy gemacht. Ey, Robin, jetzt ist der Moment, okay? Oh mein Gott, nein, okay. Twitch, ein astreiner Naked Handy. Ron, hast du gerade im Hintergrund gestreamt oder nicht? So eine Scheißtruppe, unser Manager ist einfach abgebrochen nach Hause geflogen. Jetzt mal ganz ehrlich, sehe ich aus wie eine gescheiterte Persönlichkeit? Nee, oder? Eine Persönlichkeit, die ein bisschen was durch hat auf jeden Fall. Ja. Einer, der viel erlebt hat. Wie er aussieht. Aber Nico hat auch so Brustbehaarung wie ich. Irgendwie. Ich finde, wir sind so auf einem Level. Nico und ich sind so. Höhen und Tiefen und gerade ist eher so ein Tiefpunkt. Wir machen jetzt eine Hausparty. Nein, aber fein. Wir haben auch schon gehört, hier gibt's Ärger. Guardia des Civil, Polizei kommt, wenn es zu laut ist. Deshalb ruhig. Kleine, gemütliche Runde. Zwei, drei Drinks und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Also der Daumen hat hier einen Nerv in der Innenseite, okay? Und der läuft genau hier durch, ja? Sehr empfindlicher Nerv, wenn man jemanden die Hand... Was ich mich frage, Chat, ist, wie holen die diese Damen zu sich?
Gibt es da eine App für oder werden die dann einfach im Club angesprochen? Hey, wir haben hier ein geiles Haus, wollt ihr nicht morgen Abend bei uns vorbeikommen? Oder das verstehe ich nicht so ganz. Geld? Ja, aber du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, hier, nimm einen Fuffi und jetzt komm zu mir. Also so. Geben will, dann ist es immer sehr problematisch, weil hier kommt dann der... Ja, das, Chat, das ist halt auch eine, dass ich, nein, das, Chat, übertreibt nicht, das sind keine Nutten oder so. Nein, das, nein, safe nicht. Aber das ist halt einfach eine andere Welt, ne? Der Druck drauf und dann habe ich mir gedacht, ich versteck den Daumen mit meinem Zeigefinger. Durch eine Agentur, das kann sein tatsächlich, ja, guter Punkt, das könnte sein. Und dadurch ist der neue, die allergejüdsten-Check entstanden, ne? Ja, funktioniert genau so. Ende der Geschichte, ja. So, nach 3 Stunden Schlaf, nämlich das ganze Haus natürlich aufgeräumt hat, wie ein gottloser Ehrenmann, bin ich wieder da. Wird gefrühstückt, wir fahren gleich aufs Boot. Carsten geht jetzt mit der Kamera mal ganz kurz hoch und sagt dem Bescheid. Okay, entweder jetzt aufstehen, runterkommen oder um 10:30 am Bus sein. Achtung, Achtung! Digga, was bist du denn für ein Hurensohn, Digga? Ich schwör's dir, Alter. Das ist noch nicht mal witzig. Das werden wir nicht mal reinschalten, diese dumme Sch... Oh, komm, jetzt einfach mal ein bisschen Wasser trinken, Digga. Aufstehen! Ich freu mich. Digga, was ist das? Oh, ey. Ich freu mich ultra krass. Heute mieten wir das Boot. Nein, jetzt mal ganz ehrlich, heute, Bro. Heute mieten wir. Hey, Bro. Was mieten wir heute, Bro? Okay. Ja, gut. Das ist tatsächlich ein angenehmes Boot. Ungefähr so hat das Boot auch ausgesehen, das ich mir gemietet hatte in Kroatien jetzt am Wochenende. Und der Bootstag ist immer mein absoluter Lieblingstag, weil schönes Wetter, Wasser. Und ein Boot. Hammer hat Kater. Wir sind jetzt hier gerade, wir haben Johannes Haller gerade kennengelernt. Ich habe ihn jetzt auch davon überzeugen können, mit uns mit aufs Boot zu kommen. Ich werde jetzt da auf die Shadow gehen. Ich werde mir so ein Bierchen rein genehmigen. Ich will einfach nur kurz schlafen. Ich wurde heute mit Wasser geweckt. Und das Ding. Digga, was hat eigentlich Amar für stabile Zähne, aber Chat? Er hat so weiße Zähne, das ist geisteskrank. Ich habe nur 1 Stunde geschlafen oder sowas. Und Nico hat mich mit Wasser geweckt und er wird sehen, ich habe mir einen Prank vorbereitet für ihn. Farid, mein Lieber, ich danke dir für den Raid, Bro. Eine Sekunde. Im Leben nicht vergessen. Amar, ist alles okay? Er wird es in seinem Leben nicht vergessen. Hey, guck mal, nur weg, du bist so ein Trottel, Digga. Dass du dich an sowas so lange aufhalten kannst, zeigt nur, was für ein schlechter Mensch du bist. Ich werde etwas machen, worauf du gar keinen Bock hast. Jetzt für die Kamera. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist, wenn man eine halbe Pille Viagra in seinem Essen drin hat. Was denn? Ey, gute Jungs, gute Freunde massieren sich auch mal gegenseitig den Rücken oder das Arschloch. Nico! Warte mal, Karten. Also ich sag ehrlich, Chat, ich finde das ja cool und so, die Videos auch da, wie viel Geld die da ausgeben und so, dass man halt mal auch diesen reichen Lifestyle sieht, aber dieses durchgehende Alkohol und da wieder einen vollsaufen und da, das ist etwas, was ich persönlich halt gar nicht mag, ne? Das ist etwas, was ich wirklich gar nicht mag. Jeder wie er möchte, aber ich bin ein ziemlicher Alkohol-Hater tatsächlich. Naja. Nicht der Kameramann, der muss arbeiten. Woher kenne ich den Guy hier? Ich dachte, das ist der Chef von Bravos. Ah, never mind. Oh, okay. Jetzt wird einbalsamiert. Wir sind jetzt hier gerade vorm Beso. Das soll anscheinend der Innenladen sein, wenn es darum geht, Essen zu bekommen und mit einem Boot anzulegen. Also die Jungs reden gerade über die Stewardess. Und wir reden darüber, dass wir sie finden würden, on board. Was ist das denn jetzt? Das Respekt. Du hast hier 4-mal ohne rein in den aus London. Was redest du von respektlos? Du musst erstmal ganz doll einen dicken Abstrich machen, Amar. Einen Dankeschön an Johannes. Hey. Ich
Schwabe, Alter. Ich bin Schwabe. Beim nächsten Jutzen-Trip sehe ich Johannes sehr weit vorne mit. Da reicht schon mal die Scheidung ein. Ich erkläre dir ganz kurz. Wir haben ein sehr großes Budget bekommen von Join. Ja, und das ist jetzt weg. Aber das war schon am ersten Tag weg. Genau. Und unser Manager ist vorgestern Nacht, Hals über Kopf, nachdem irgendwie 30 Frauen in unserer Villa waren und es war ihm zu viel, ist er einfach nach Hause geflogen. Aber erzähl die Story, dass die Tochter und die Mutter gefickt wurde. Das weiß er schon. Ich sag B, ihr sagt so. B, so. B, so. Oh, im Inselfieber. Ich hab Puff. Und meine Puff-Mama heißt leider. Gib mir keinen Fick, gib mir Berg und Biss und komm mir gucken an der Lippe. Oh mein Gott, Digga. Was geht bei meiner Stimme? Die Stimmen werden lauter, Chat. Ich sag's euch ganz ehrlich, langsam, also mein Kopf arbeitet gerade nicht mehr so ganz mit. Muss ich ehrlich sagen. Digga, ich hab dafür bezahlt. Aber mach mal bitte heute ein bisschen weniger, ja? Wo kommen jetzt die Damen schon wieder her, Digga? Digga, ich hab dafür bezahlt. Also ich kann das nicht mehr, Chat. Wirklich, ich kann das nicht mehr, Digga. Aber mach mal bitte heute ein bisschen weniger, ja? Ein bisschen mehr, meine ich. Ja, ja. Ich weiß schon selber nicht mehr, wo es lang geht. Kein Kommentar, Domsi. Kein Kommentar, Bro. Ey, Bro! Ey, Bro! Ey, Bro! Ey, Bro! Ey, Bro! Ey, das wäre richtig. Es wäre voll geil für den Content, wenn ich wirklich ins Meer kacke. Weißt du, Carsten, und ich mache mal zwischendrin dieses kleine Praktikum. Ich helfe dir mal mit, den Anker einzuholen, die Leinen zu lösen und die Segel zu hissen. Klar, wir haben eine Motorjacht, da ist kein Segel da. Aber ich bin hier und ich helfe. Christina! I have a question. Tell me. You like my sunglasses, yes? Yeah, so beautiful. Yes. Gift for you. No, really? Yeah, really. Oh, wow. Thank you very much. You're welcome. Wir machen Zappel, aber ja. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, alles zu holen hier mit deinem Haus und so? Diese Bruchbude brauchen wir gar nicht. Sascha, ich liebe dich. Also, Sascha, ich muss sagen, Chat, Sascha tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe das Gefühl, dass Sascha eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Sascha will einfach nur ein bisschen sein Leben genießen, ein bisschen chillen und die machen so einen Abriss. Das ist ungefähr so, Chat, wie wenn du mit deinen Kollegen feiern gehst und du trinkst keinen Alkohol und die lassen sich komplett volllaufen. Ungefähr so. Minus 450 Euro Sonnenbrille, ich glaube, das tut Ron tatsächlich nicht wirklich weh. Moin Flo, was geht, Digga? Freut mich, dass du reinschaust, moin. Ey, es ist geisteskrank, wie am Arsch die Gruppe gerade ist. Es gibt auf jeder Ebene Brüche. Marc Eggers, alt geworden, heute nichts getrunken, gerade noch geschlafen. Sascha einfach nur noch abgefuckt, will einfach nur heim. Amar, wegen dem sind wir früher zurückgefahren, damit der streamen kann, streamt nicht. Ron, wieder komplett Rotze, aus keinem Grund. Also sagen wir zusammengerechnet, ging jetzt für Ibiza über 30.000 Euro drauf, richtig? Wartet mal. Also Flüge 1.200, Villa 17.000. Crew 8.000, Party 6.500, Restaurant 5.300. Ja, aber da fehlt noch die Yacht, ne? Da fehlt noch die Yacht. 40.000, okay. Wir haben auf Ibiza wie viele geile Videos gedreht? Null. Bis auf das, dass manche hier noch ihren Spaß gefunden haben, zum Teil in der Nacht unten bei der Liege. Ist also super, muss ich sagen. Wir sind gescheitert auf sämtlicher Ebene hier. Ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben, um so wenig Content zu produzieren. Unterm Strich haben wir aber davor, glaube ich, echt geile Sachen gemacht, oder Sebastian? Lass uns sein. Marc, es war mal wieder eine sehr, sehr geile Zeit mit dir, wirklich unglaublich viel gelacht. Jetzt ist es 8 Uhr morgens und wir müssen zum Flughafen. Es ist sehr, sehr schade, aber die Gruppendynamik ist extrem gut geworden. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Wir fliegen nach Hause. Sascha hat gar keinen Bock mehr. Ey, Sebastian. Flug dann in 24 Stunden, ja? Ich werde hier auf der Insel bleiben. Ihr könnt in der Woche wiederkommen. Das Haus gehört an mir. Was ein Video, Chat. Also wirklich, ich habe schon viel gesehen und ich dachte eigentlich, dass alle Videos von den Allerjudsten so werden. Aber das Video war wirklich eine Psychose von A bis Z. Geisteskrank. Na gut, aber trotzdem, gutes Video, krasser Content, viel Stuff gesehen, viel reichen Content. Genauso geht's mir tatsächlich auch.